was der Grund war, warum man hier alle bekämpft. Wenn man nur der Allerbeste sein, wie keiner vor einem war. Nee, man war doch in einem Gefängnis eingesperrt, ganz unten. Und, nee, ganz oben. Ganz oben? Ich glaube, ganz oben. Und basically, ist der Planet ganz unten, durch diese ganzen Ebenen durch. Also sprich, jede dieser Ebenen, wo eine Person drauf ist, ist eigentlich nur dafür gemacht, dich aufzuhalten, dass du nicht wieder aus deinem Gefängnis ausbrichst. Weil du scheinbar eine ziemlich große Bedrohung bist. Ja, die Horrorbraut war auch eingesperrt, aber das ist doch super. Das ist so wie, wie im alten Griechenland, wo man den Minotaurus ins Labyrinth gesetzt hat. Und der boxt dann einfach alle Leute, die auch ins Labyrinth kommen. Weil der Minotaurus ist angry und so ist die Frau auch. Der Mann mit seinen halben Vorhersagen. Habe ich zwischendurch schon gesagt, dass das Charakterdesign ja von dem Mann ist, der Afro-Samurai gemacht hat. Das erkennt man daran, dass der alte Mann Kopfhörer auf hat. Ich kann mich einfach aus dem Hier und Jetzt entfernen, das ist gefährlich. Tja. Dann haben wir hier den alten Mann, wo meine Bälle dran abprallen. Gott. Ich weiß es doch auch nicht. Kann ich Bälle blocken? Scheinbar nicht. Die Dinger waren zur Heilung da, ne? Danke, alter Mann. Bedeutet mir sehr viel. Ich meine, guck dir das an! Deswegen schieße ich am liebsten mit den Dingern drauf. Könnt ihr eigentlich auch Melee'n? Nee, konnte man nicht. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich so. Ich habe so zielstrebig drauf geschossen, weil ich das noch in Erinnerung hatte. Aber warum habe ich die nie gemelied? Die Antwort ist einfach: kann man nicht. Hinter mir. Also, es ist besser, man macht die aufgeladenen Schüsse, weil dann fliegen hier nicht so viele rum. Aua. Aber Fun ist es immer noch nicht. Und das F steht nicht für Freunde, die was unternehmen. Und das U steht nicht für uns, dich und mich. Oh fuck! Das F in fuck steht auch für was ganz anderes. Ach Leute. Ich versuche da so sicke Trickshots zu machen und dann schieße ich einfach nur quer durch. Echt jetzt? Oh nö. Ich brauche mal die Heilung da drüben. Entschuldigung. Wollen hier nichts dem Zufall überlassen. Schon eigentlich, an sich irgendwie witzig. Dass der. Ist das dein Ernst? Dass man an den meisten Schaden, den man sich hier zufügt, definitiv selbst schuld ist. Alter Mann, echt. Piu. Da. Perfekter Snipe. Einmal quer durch. Zack, zack. Phasenwechsel.
Oh Gott, verkackt. Was macht der alte Mann da? Ich kann aber schon das, ich glaube, ich muss sogar den Stein irgendwie kaputt machen, was? Aber nicht Mini. Definitiv nicht Mini. Aua! Aber was soll das? Das, wenn der rot ist, der ist schwächer geworden? Tatsache. Oh, alter Mann, was machst du hier? Was ein Dilemma. Sei doch noch am. Okay. Ich werde jede Sekunde nutzen, alter Mann. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Bitte stirb schneller. Was? Gott. Das ist erst die Mini-Phase. Ich dachte, wäre schon längst. Da siehst du, der alte Mann, der macht mehrere Moves. Auf einmal. Aber auch nicht so viele. Perfect Parry. Passiert auch. Aber eher selten. Der Opa hat auch ein ganz ekelhaftes Timing. Ich glaube, das ist einfach so sein Ding. Weil er der Timings-Opa ist. Okay, du oder ich. Gut. Mit der Kombo sollte er es sein, der stirbt. Danke. Wirklich. Ah! Alter Mann! Lass mich! Ich habe nicht so viel Zeit für sowas. Oh, er hat die Phase gewechselt. Oh boy. Kann ich die besiegen? Ja. Da hab ich Scheiße gefressen. Wie viele... Oh Gott, meine Kugeln bleiben auch einfach stehen. Das ist nicht gut. Zu wenig HP, die... Ja. Piu, piu, piu. Fick dich, alter Mann. Ich meine, hier geht es doch eh nur darum auszuweichen, bis ich den Stein anschießen kann. Guten alten Stein. Au. Okay. Hier schon mal ein paar... Alter Mann. Ganz schön auf dich warten lassen. Ah Gott! Ist es mein Ernst?
Alter Mann, wie so aussieht, bin ich nicht. Auf deine Shenanigans vorbereitet. Von hier zwischen all den Kugeln. Ah! Hallo, hör doch mal auf! Was ist das denn für eine Scheiße? Wie soll ich denn die Kugeln kaputt machen? Oh, ich werde ungeduldig. Das ist nie gut. Aua. Müsste eigentlich nochmal auf so eine Phase warten, wo Heilkugeln kommen. Bevor ich das kaputt mache. Hat sich richtig gelohnt, drauf zu warten. Okay, ich warte einfach auf die nächste Phase. What the fuck? Er schießt schon gar nicht mehr. Warum bin ich da reingedodged? So oder so ähnlich. Da kommt ein Schaden. Okay, ich habe viele HP, das ist so in Ordnung. Ich habe damit gerechnet. Mit den roten. Genau damit. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, dem sein Timing ist komplett für den Arsch. Hier ist ein Stein. Alter Mann, das fällt zum Weg. Ah, ist seine letzte Phase auch wieder so ein tricky Ding? Nein, das sind die Kugeln, die man nicht bekämpfen kann. Den alten Mann kann man gerade auch nicht bekämpfen. Ah, da wollte ich nie hin. Ist es mein Ernst? Ich hab richtig kassiert. Oh, wirklich. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß gerade wirklich nicht. Die Angriffe werden wilder. Autsch. Ich habe nicht mehr so viele Lebenspunkte. Ich glaube, ich sollte hier einfach ein bisschen chillen. Ein bisschen näher zu den Dingern. Weil das Ding ist, meine kleinen Schüsse richten definitiv mehr Schaden an. Weil die kommen nicht so gut. Ach, das habe ich kommen sehen. Die kommen nicht so gut durch. Oh. Nein! Ich brauche eine Pause. Alter Mann, ich weiß nicht mehr, ob ich das Ding da hinten treffe. Teilweise. Ich hab's getroffen. Und jetzt? Wo ist der alte Mann? Ich hab gefragt, wo der alte Mann ist.
wie Zooming. Wirklich. Wirklich. Oh. Ach Mann. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Hilfe. Aber mein Charakter bewegt sich nicht. Hilfe. What the fuck? Das Spiel ist 4 Jahre alt. Warum sind da noch Bugs drin? Was ist denn das hier? Kannst du was nochmal von vorne? Ja, scheinbar. Ach Leute. Aber das macht ja Spaß. Au! Okay, wenn ich jetzt noch den großen Rebound schaff, muss ich erstmal ein bisschen mehr clearen. Aber sind das eigentlich nicht die Dinger, die man zerschießen kann und HP dafür kriegt? Das finde ich richtig frech. Sind das eigentlich meine Kugeln, die hier noch fliegen? Wenn ich gegen die Dinger schieße, dann kommen die doch da raus oder so, ne? Ja. Das heißt, ich kann auch machen, dass es weniger werden, indem ich nicht auf die Dinger schieße. Der alte Mann eskaliert hier richtig. Oh, warum bin ich da denn jetzt reingelaufen? Oder da? Ja, das wird doch wieder nix. Und gleich wieder irgendeine Kugel von hinten, die ich nicht gesehen habe. Konzentriere mich jetzt nur darauf, nicht in Kugeln zu laufen. Ich glaube, meine Schüsse kommen nicht bis da hinten durch. Gott, Kamera, du machst es nicht leichter. Kannst du vergessen. Ja. Das dürfte ja jetzt reichen, oder? God bless. So. Ende. Die Phase schon wieder. Au. Ich glaube, es macht, glaube ich, mehr Sinn, im Kreis zu laufen, als das, was ich hier gerade mache. Ach, Mann. Wirklich, ich hab 2 HP hier in der Phase. Was passiert eigentlich, wenn ich da gar nicht angreife? Das passiert, ja. So, ich glaube, aufgeladene Schüsse sind besser, oder? Was sagt die Jury dazu? Ich meine, es ist trotzdem ganz schön gruselig. Kann natürlich sein, dass der aufgeladene Schuss bei all den anderen Kugeln nicht bis zur Säule durchdringt. Ja, das ist ja erstmal egal. Ich glaube, wir fahren hier deutlich besser als mit dem anderen. Warum treffe ich das Ding nicht? Treffe ich damit sogar beide? Wie die Kugel, die eine da, mich nicht erwischt hatte. Das werde ich wohl nie erfahren. Ach Leute, ist aber auch mal gut mit dem Spam auf mich. Wirklich, Hälfte AP habe ich. Es gibt Tage, da reicht Hälfte AP. Es gibt Tage, da reicht Hälfte AP, meine Damen und Herren.
Gott sei Dank. Naja, da hatte ich ja noch drei Tries. Also das wäre jetzt nicht mein Tod, mein endgültiger Tod gewesen. Wenn ich da nochmal den ganzen Boss nochmal hätte nicht ausgehalten. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich ging nicht davon aus, dass wir den nochmal machen müssen.